Hallo zur endlosen Nicht-Einführung ins stille Sitzen. Es geht wirklich ums stille Sitzen. Deswegen sitzen wir gleich für 10 Minuten zusammen rum. Also für die Leute, die eben Unterhaltung suchen und gar nicht dieses stille Sitzen praktizieren möchten, da habt ihr jetzt die Chance, YouTube-mäßig weiter zu klicken und etwas Unterhaltsameres zu finden. Viel Spaß dabei. Weil das hier ist wirklich mehr in Richtung Selbsterkenntnis. Es führt auf lange Sicht zum inneren Lächeln, zu mehr Gesundheit und zu mehr subtiler Fröhlichkeit im Leben, aber nicht sofort. Manchmal schon. Aber es ist nicht immer schön, weil wir auch aus den nicht so tollen Sachen lernen. Im Anschluss gibt es einen kleinen Talk. Jetzt sitzen wir zusammen rum. Ich leite ein bisschen an, aber nicht so viel. Ihr müsst da keine Vorerfahrung von haben. Im Gegenteil, wenn ihr schon viel Erfahrung habt, fangt wieder neu an. Einfach hinsetzen, wie ihr das gewohnt seid. Ihr müsst da keine speziellen Sitzpositionen einnehmen. So wie ihr normalerweise angenehm sitzt, auf dem Stuhl, auf der Erde, wenn ihr das oft macht. So, dass ihr frei atmen könnt. Das ist wichtig. Und dass es euch für die nächsten 10 Minuten angenehm ist. Und dann schließen wir die Augen, nicht um in irgendwelche Sphären abzuheben, sondern einfach um einen der Sinne, und der ist sehr mächtig, also da braucht viel Prozessorleistung, das Sehen zu verarbeiten. Deswegen ist es gut, die Augen mal zu schließen. Das entlastet einen auf jeden Fall. Und der nächste Schritt ist eigentlich schon, auf das innere Wetter zu hören. Also wie geht es mir jetzt? Was habe ich für eine Stimmung? Wie fühlt sich mein Körper? Und bei dem zu bleiben, was jetzt Aufmerksamkeit braucht. Sonst übergehen wir das immer. Der Körper muss funktionieren, habe ich keine Zeit für inneres Wetter, oh Gott und so. Nee. Hier geben wir uns die Zeit, darauf einzugehen und daraus langsam zu lernen. Damit lasse ich euch nicht die ganze Zeit jetzt alleine, aber versucht mal rauszufinden, was bei euch jetzt wichtig ist. Körper, Geist, Stimmung, Gefühle, irgendwas. Vielleicht ist auch alles durcheinander. Ist nicht schlimm. So ein paar Mal tief ein- und langsam wieder ausatmen, wenn ihr so turbulentes inneres Wetter habt. Und wenn euch müde ist, dann vollständig einatmen und ein bisschen den Atem drin behalten. Das sind die zwei Richtungen. So wie ihr wacher werdet. Freundlich, aufmerksam und gelassen mit dem, was da ist.
Und so werdet ihr jetzt schon wissen, was heute euer Thema ist. Entweder der Geist, entweder die Gefühle oder der Körper. Oder alles ist durcheinander und das ist auch okay. Auch damit freundlich sein. Wenn ich sehr müde bin, auch das wahrnehmen. Auch damit freundlich sein, aufmerksam und gelassen. Unser Thema heute wird ein bisschen mehr den Geist in den Fokus nehmen, deswegen achtet mal darauf, wie euer Geist so ist, was er so macht. So springt er hin und her, ist auch der müde. Achtet mal darauf, was das Verhalten, die Verhaltensmuster eures Geistes sind. Anfang kann es durchaus sein, dass wenn er ruhig ist, der Geist sagt, mir ist langweilig, passiert ja nichts. Auch das, Langeweile ist eins der Hindernisse, auch das wahrnehmen. Er will irgendwelche Unterhaltung. Wenn ihr da zum Beispiel keine Lust jetzt drauf habt, auf den Geist zu achten, dann macht einen Bodyscan. Bleibt bei dem, was ihr gerade habt, oder folgt dem, wo ich jetzt gerade die Punkte ansage. Erst die Fußsohle, die ganze. Den ganzen Fuß. Beide Füße, Fußgelenke, die Unterschenkel, Schienbein und Knie, die Oberschenkel, den ganzen Beckenbereich. Bauch und unterer Rücken, wie auch der vor sich hin atmet schon. Ein ganzes Herz, Solarplexus, Brustkasten, mittlerer Rücken, die ganze Schulterregion. Die Hände mit den Fingerspitzen, Handgelenke, Unterarme, Ellenbogen, Oberarme und die Schultern. Der Hals rundherum. Ein Schädelansatz. Dann von hinten nach oben
die Schläfen, die Stirn, die Augenbrauen, die Wangen und der Kiefer, Oberkiefer, Nase und rund um die Augen sind die Augen entspannt. Leichte Lachfältchen. Wäre gut, wäre schön, wenn die von selber entstehen. Und wenn so im Brustbereich, im unteren Brustbereich, so eine leichter Impuls ist, dass so ein inneres Lächeln entsteht, dann seid ihr eigentlich für jede Sitzung im stillen Sitzen auf dem richtigen Weg. Jetzt noch drei Atemzüge. Bevor wir das stille Sitzen vor dem nächsten Thema beenden, stellt euch die Frage ohne eine innere Antwort. Also die Frage ins Nichts. Wie fühle ich mich jetzt? Wie waren die letzten 11 Minuten? Keine Antwort. Und spüren, was da ist. Wunderbar. Sind doch 11 Minuten geworden. Und jetzt zu unserer endlosen Nicht-Einführung. Das Lernen davon ist mehr kaleidoskopisch. Es sind lauter Themen, wie eben in der Einführung. Mal ist es der Geist, der Körper, die Gefühle und noch ein paar andere Aspekte. So dass man auch nicht so linear lernt. Aber ein Hauptaspekt für alle ist dieser Geist. Deswegen nennen wir das heute mal Zucker, Zucker, yay, falsch. Also ich erkläre das so, mir so, besser gesagt, ich habe auch ein paar Belege dafür in den Neurowissenschaften, in der Psychologie gefunden, dass der Geist natürlich auf den Sinnen hören muss, ob irgendwo eine Gefahr ist. Dass er immer schnell springt. Muss ich was verwerten, hören, sehen, schmecken, riechen, fühlen? Muss ich da irgendwas? Ne? Der ist von Natur aus so hibbelig. Der rennt von einem Sinn zum anderen. Ja? Und das prägt auch unser Denken. Und der ist eben von starken Reizen angezogen. Ja? Er muss was springen. Oder eben zum Beispiel Zucker. Deswegen bleiben wir mal bei Zucker konkret, keine Esoterik, konkret beim Essen. Wir sind darauf geeicht, dass was Zuckriges, dass wir das instinktiv haben wollen. Gab es in der Natur ganz selten. Mittlerweile sind alle Gemüse, alles Obst darauf gezüchtet, eben viel zu viel Zucker schon zu haben. Wusste ich gar nicht, dass die naturbelassenen Gemüse und Obstsorten viel weniger Zucker hatten. Also wir sind von Natur auf darauf geeicht, das haben zu wollen. Craving, haben wollen. Nur auf diese eine Sache. Und das Komische ist, das tut uns ja heute nicht mehr gut.
Also wenn ich andauernd Zuckerzeug esse, insbesondere diesen Raffinadezucker, das ist nicht gut. Das sage nicht nur ich, selbst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und euer Hausarzt auch. Also was ist da so merkwürdig? Also es ist eine alte Sache, die sinnvoll vielleicht war, aber jetzt mich auf Abwege führt. Und das scheint es mit Unterhaltung auch zu geben. Von Nachrichten bis YouTube-Videos, bis zu Filmen, bis zu allem Zeug. Das heißt nicht, dass das schlecht ist. Ich kann Zucker in Maßen genießen. Ist doch toll. Ich kann mir Nachrichten angucken. Ich kann mir Filme und Unterhaltung angucken. Das ist okay. Aber damit anders umzugehen, dazu hilft uns das stille Sitzen. Dass man eben nicht mehr der Sklave des Affengeistes ist. Zucker haben wollen. Oder das ist ein toller Film. Und dann sitze ich da und dann ist er doch nicht toll, kann ich nicht rausgehen. Also weniger von diesem haben wollen, will nicht und ist mir langweilig. Also hin, weg und runter. Davon nicht mehr so gegriffen zu sein. Das war das heutige Thema. Mehr gibt's nicht. Also das lernen wir im stillen Sitzen. Und zwar indem wir da genauer hingucken. Nicht indem wir gefühlloser werden. Im Gegenteil. Wir gucken uns die Gefühle genauer an. Also in einem kurzen Zeitraum ist es sogar intensiver. Und manche Gefühle, die ich gerne mag, kann ich dann intensiver wahrnehmen. Ist auch nicht schlecht. Liebe zum Beispiel. Ich kann Liebe sagen, Liebe will ich mir genauer angucken. Was begünstigt die? Und so weiter. Ganz anderes Thema, kommt man anders dran. Ihr merkt die Richtung. Deswegen, das innere Lächeln zu kultivieren, klappt nicht immer. Ist klar. Wir sind Menschen. Aber die Richtung, dieses innere Lächeln wahrzunehmen, wann das da ist, das ist nicht so, ist kein lauthalses Lachen. Es ist eine innere Zufriedenheit, die zu diesem Lächeln führt. Und da öfter drauf zu achten und da langsam sich hin zu entwickeln, ist gut. Das ist genug. Genug von erzählen. Ich hoffe, ihr erkennt die Richtung. Das war mein Talk. Jetzt gibt es nur noch Announcements. Also wenn ihr schon länger eine Praxis habt, also eine eigene Routine im längeren Rumsitzen, 45 Minuten, ihr müsst das nicht erreichen, 45 Minuten. Wenn ihr 5 Minuten alleine jeden Tag sitzt, ist das super. Weitet das langsam aus auf so 20 Minuten in eurem eigenen Tempo. Nichts überstürzen. Es gibt keine Kreuzchen, keine Zensuren dafür, dass ihr schnell auf so und so lange kommt. Nein, nein. Aber wir haben noch auf Stillness Unveiled einen Channel, einen YouTube-Kanal, wo ein paar Leute mit dabei sind. Hallo Michaela. Die sich das sogar noch mal mit anhören. Das finde ich gut. Immer wieder neu anfangen, gehört mit dazu. Aber wir sitzen dann 45 Minuten. Für die Leute, die da Spaß dran haben, die ihre eigene Praxis verstetigen wollen, ihr seid eingeladen, jeden Abend um 18.30 Uhr mit ein paar Leuten rumzusitzen. Und am Freitag, wenn denn die Technik klappt, beschäftigen wir uns auch mit einem Thema. Besser gesagt, ich erzähle, monologisiere und manchmal kriege ich sogar Rückmeldung und kann darauf reagieren und dann verändert sich sogar das Thema. Also in erster Linie ist das dann, ich nenne das Hexas Gebräu, weil das nur grob vorbereitet wird von mir und dann sich auch ein bisschen entfalten darf. Wir sind jetzt gerade und für die nächsten beiden Male mindestens an Weisheit, an verschiedenen Aspekten,
Parameter, Pratschner-Parameter und wieder zurück zur Psychologie. Also das wird noch länger dauern. Jetzt bin ich auch mit meinen Announcements durch. Habt einen schönen Sonnabend. Wenn ihr wollt, um 18.30 Uhr. Nächste Woche um 16 Uhr für die nächste endlose Einführung auf der Wiese zu Bewegung. Habt einen schönen Sonnabend. Okay.